Nach einem Monat Unsicherheit hat sich Griechenland endlich mit der Eurogruppe auf eine Verlängerung der Hilfszahlungen bis Ende Juni geeinigt und Reformzusagen gemacht. Aber sind die vorgeschlagenen Maßnahmen umsetzbar? Wird Griechenland seine Gläubiger überzeugen können und weitere Hilfen bekommen? Wir haben Markus Ferber von der Europäischen Volkspartei und Dimitris Papadimoulis von der Europäischen Linken gefragt, was sie von der Reformliste der griechischen Regierung halten. Um die Wahrheit zu sagen, ich bin sehr enttäuscht. Es sieht auf der einen Seite mehr Ausgaben vor, diese Liste, auf der anderen Seite sieht sie mehr Einnahmen vor an Stellen, wo wir in allen Ländern der Europäischen Union Probleme haben. Wenn wir das Mehrwertsteuerproblem im Griff hätten, könnte Deutschland auch 1 Milliarde Euro mehr einnehmen. Wenn wir das Thema Zigarettenschmuggel in der Europäischen Union im Griff hätten, könnten wir auch mehrere Milliarden insgesamt in der Europäischen Union mehr an Tabaksteuer einnehmen. Wie geht es weiter nach den 4 Monaten? Wird Griechenland wieder dort stehen, wo es am Anfang war? Das liegt jetzt in der Hand der griechischen Regierung. Ist sie in der Lage, ihre Steuergesetzgebung so umzusetzen, wie sie es vorhat? Ist sie wirklich in der Lage, dafür zu sorgen, dass die Mehrwertsteuer, dass auch die Einkommensteuer bei Selbstständigen wirklich an den Staat fließt? Ist sie in der Lage, den Schmuggel so zu bekämpfen, dass Mehreinnahmen für den Staat entstehen? Und ist sie auf der anderen Seite auch in der Lage, ein investitionsfreundliches Klima zu schaffen und nicht nur die konsumtiven Ausgaben des Staates zu erhöhen? Παντού, στη διοίκηση, στη φορολογία, στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε. Wie haben die griechischen Bürger bisher von der Unterstützung der EU profitiert? Zunächst mal hat Griechenland davon profitiert, dass es im Euro geblieben ist. Hätte die Europäische Union und die Eurozone nicht geholfen, dann wäre Griechenland bereits 2012 aus dem Euro ausgeschieden und das Land wäre heute in einer ganz anderen Verfassung, nämlich deutlich schlechter als es heute ist. Μέχρι τώρα το πρόγραμμα περισσότερο βοήθησε τις ευρωπαϊκές τράπεζες παρά τον απλό Έλληνα πολίτη. Και γι' αυτό η εντολή μας είναι με αυτή τη γέφυρα να αλλάξουμε αυτό το πρόγραμμα από τη μονομερή λιτότητα στην ανάπτυξη, από την μεγάλη αδικία στην κατανομή των βορών στη δικαιοσύνη. Besteht noch immer die Gefahr eines Grexits, eines Austritts Griechenlands aus der Eurozone? Ο κίνδυνος για το Grexit είναι απολύτως 0%. Και παρακαλώ να μην αλλάζει κανείς το όνομα της χώρας μου. Μη συνδέει την έξοδο από το ευρώ με το όνομα Ελλάδα. Zunächst mal ist die Option eines Austritts verschoben. Das heißt, die neue griechische Regierung muss jetzt natürlich Leben unter das Papier bringen, das sie der Eurogruppe geschickt hat. Da sind so vage Formulierungen drin, die jetzt in konkrete Politik umgesetzt werden müssen. Haben sich die deutsch-griechischen Beziehungen jetzt verbessert? Zunächst mal sind die Beziehungen zwischen Griechenland und Deutschland sehr gut. Und dass Griechenland im letzten Jahr die höchsten Touristenzahlen, die sie je hatten, erreicht haben, hat auch damit zu tun, dass viele Deutsche nach Griechenland gekommen sind und dort Urlaub gemacht haben. Und die Deutschen werden auch sehr herzlich in Griechenland aufgenommen. Dass wir auf Regierungsebene mal unterschiedlicher Meinung sind, das heißt ja nicht gleich, dass die Beziehungen kaputt sind. Εμείς δεν είμαστε αντιγερμανοί. Εμείς είμαστε εναντίον της μονομερούς λιτότητας. Εμείς θέλουμε να αλλάξει η πολιτική και όχι να δημιουργηθεί εχθρότητα ανάμεσα σε λαούς και κράτη. Die Kommission sagt voraus, dass die Arbeitslosigkeit in Griechenland auch in den kommenden Jahren bei gut über 20% liegen wird. Kann Griechenland so weitermachen? Όχι βέβαια. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ως βασική προτεραιότητα μια αλλαγή πολιτικής από τη μονομερή λιτότητα στην ανάπτυξη με βασικό στόχο τη μείωση της ανεργίας, η οποία είναι ρεκόρ στην Ευρώπη. Griechenland muss natürlich auch schauen, wo es Wachstumsmöglichkeiten gibt. Dafür brauchen wir ein Bankensystem, das in der Lage ist, kleinen Unternehmen Kredite zu geben. Dazu brauchen wir aber auch eine Unternehmensstruktur, die in der Lage ist, Arbeitsplätze zu schaffen. Und da gibt es noch einiges zu tun für die neue Regierung in Athen.